Und wir machen jetzt noch ein bisschen Tetralemma und dazu einfach so eine kleine Dosis Tetralemma zu dem Abend noch. Ist das okay? Weitere Fragen zu Perth dann bitte morgen. So, und jetzt eine kleine Dosis Tetralemma zum Nachtisch und als Abenderholung. Also, das Erste, ich würde gerne das Tetralemma einführen auf verschiedene Weisen. Zuerst über die traditionelle historische Form, wie es entstanden ist, dann über eine Art inneres Bewegungsmuster und dann als Stufen einer Befreiung von Zwängen. Also ich schreibe jetzt mal hier kurz hin, Tetralemma, Arbeit und ich schreibe drüber die Syst-Tetralemma-Arbeit, weil es geht mir jetzt nicht darum, die ganzen Unterschiede in der Entwicklung von der indischen zur buddhistischen Logik darzustellen, sondern nur eine bestimmte Art von Struktur, die wir daraus gemacht haben. Und davon gibt es nur gewisse Teile, die ich jetzt bei der indischen oder Teile, die ich bei der buddhistischen Logik finde und andere Teile, die jetzt einfach ich nicht direkt von dort begründen könnte. Also, erste wäre sozusagen Handlungsschema. Das ist noch am ehesten bei den traditionellen Darstellungen zur indischen und buddhistischen Logik. Das zweite wäre Ablaufschema bei dialektischen Prozessen und Konflikten. Und die dritte Art, es einzuführen, wäre Stufen der Emanzipation von Zwängen. Also mit anderen Worten, ich betrachte jetzt das Tetralemma als die Stadt und nehme drei verschiedene Zugänge zur Stadt des Tetralemmas. Und von einem oder mehreren dieser Zugänge wisst ihr im Allgemeinen sowieso etwas, aber es ist vielleicht gut, sich nochmal die drei Zugänge nebeneinander zu betrachten. Erster Zugang vom Handlungsschema. Das ist die Art, wie es historisch entstanden ist, nämlich in der indischen Logik, ursprünglich als Handlungsschema im Rechtswesen. Handlungsschema also, wenn ein Richter unterschiedliche Parteien hat vor Gericht. Das ist ja der normale Fall, dass es jetzt nicht nur um den Strafprozess geht, sondern um den Streit um etwas. Also, Richter hat verschiedene Parteien, im einfachsten Fall zwei. Dann war das Tetralemma ein Schema, das den Richter daran erinnerte, auf was er achten muss, um als gerechter Richter gelten zu können. Er muss auf jeden Fall überhaupt die Seiten hören. Er kann nicht einfach das Urteil vorgefertigt haben. Dass er die erste Position hört, die erste Position heißt also, er hört die eine Seite an und sieht, was die vorzubringen hat und wie gerechtfertigt diese Erwägungen sind. Wenn er jetzt zur Überzeugung käme, das war ein vollkommenes Argument und es war keine Lücke daran zu sehen, wäre er trotzdem kein gerechter Richter, wenn er den anderen sagt, ihr braucht gar nicht mehr zu reden, ich entscheide schon für die. Mit anderen Worten, völlig egal, wie gut die Gründe sind, er hat die andere Seite zu hören. Also zweite Position heißt, den Gegenargumenten der Gegenauffassung Raum geben. Und natürlich ist das Tetralemma nicht abhängig davon, dass es nur zwei Alternativen sind. Manche Leute haben dann gedacht, wenn es drei Alternativen sind, brauchen wir dann ein Pentalemma oder so. Also so töricht waren die alten Logiker nicht, sondern die hatten sozusagen auch eine sehr tiefe Einsicht und die haben nur einfach etwas am einfachsten Fall erläutert und die trivialen Erweiterungen sozusagen dem Hörer überlassen. Heute würde man also sagen, statt Position 1 und 2 als zwei Perspektiven, wir würden sagen, Position 1 und 2 steht für Gegensätzlichkeit, für Polarität, für Konflikt, aber sagt nichts darüber, ob es 2 oder 17 Konfliktparteien sind. Also einfach die Verschiedenheit der Perspektiven, das wird durch erste und zweite Position wiedergegeben. Und das nennt man dann traditionell das eine und das andere, aber einfach nur, weil zwei Parteien der einfachste Fall sind, nicht weil es nur um zwei Parteien ginge. Also in dem Sinn, früher haben wir dann manchmal zum Beispiel von multipler Entscheidungsaufstellung gesprochen. Das war, als uns noch nicht so klar war, dass das verallgemeinerte Tetralemma eigentlich wirklich nichts anderes ist als das Tetralemma, nur eine andere Lesweise.
Und heute würden wir eher sagen, verallgemeinertes Tetralemma. Und fassen eben 1 und 2 unter Umständen nur noch als Symbol für 4 Alternativen oder für 7 Alternativen auf. Und im einfachsten Fall ist eben 1 die eine Seite und 2 die andere Seite. Ein gerechter Richter, der beide Seiten gehört hat, ist aber trotzdem kein gerechter Richter, wenn er meint, auf jeden Fall müsse eine Seite allein Recht haben. Denn dann hieße es, wenn er zu keinem Ergebnis kommt, dann muss er halt losen, weil er dann immer noch eine größere Chance hat, überhaupt ein angemessenes Urteil zu haben. Aber da das sicher nicht wünschenswert ist, heißt es, es muss Formen geben, in denen beide und doch auf unterschiedliche Weise Recht haben können. Es muss also unterschiedliche Vergleichsformen, unterschiedliche Kompromisse geben. Ein gerechter Richter ist also nicht gegeben, wenn er die Möglichkeit, beide Seiten haben auf unterschiedliche Weise in gewissem Maße Recht, wenn er das nicht in Erwägung zieht. Auch das sehr natürlich. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass das Tetralemma da so geheimnisvoll ist, sondern nur, das war historisch die erste Stelle, wo das Argumentationsschema angewendet wurde. Und jetzt kann aber noch sein, dass der Richter kein gerechter Richter ist, wenn er nicht in Erwägung zieht, dass relevante Parteien vor Gericht noch fehlen, dass noch jemand herbeigerufen werden muss, dass noch jemand befragt werden muss. Denn sonst könnten zwei Schurken sich verabreden, sich um ein Grundstück zu bestreiten, das beiden nicht gehört. Und dann können die Ergebnisse nur erfreulich für sie sein, weil entweder kriegt es der eine oder es kriegt der andere oder sie können sich die Beute aufteilen und der Besitzer geht leer aus. Also muss selbstverständlich der gerechte Richter in Erwägung ziehen, dass beide Parteien Unrecht haben. Und das war sozusagen die erste Anwendung des Tetralemmas im indischen Rechtswesen. Dann wurde das übertragen auf die Anwendung auf metaphysische Fragen. Und dass diese Anwendungen auf metaphysische Fragen, die wurden im frühen Buddhismus dann verwendet, aus der indischen Logik aufgegriffen und diskutiert. Und da wurde es dann angewendet auf Fragen eben von der Art, ob die Welt einen Anfang habe oder keinen Anfang habe und viele andere Dinge. Und dann traten jetzt Zusammenhänge auf, wo die Gegensätze jetzt schwieriger wurden. Denn zu sagen, etwas sei der Fall und nicht der Fall, er habe Recht und nicht Recht, die Welt habe einen Anfang und keinen Anfang. Hier wird das beides oder das keines von beiden jetzt etwas rätselhaft. Und darum fanden dann auch die europäischen Logiker diese Anwendung rätselhaft, weil sie irrigerweise, meine ich, und dafür gibt es auch ein paar Gründe jetzt in der indischen Philosophiegeschichte, die ich so mit Leuten, die jetzt da drin forschen, besprochen habe, aber ich meine, weil sie die europäischen Deuter es behandelten, als ginge es um ein statisches Schema zur Beschreibung von etwas, aber das Schema wurde eigentlich eher angewendet zur Veränderung von Bewusstseinszuständen und Einsichten. Und die Veränderung von Bewusstseinszuständen ist etwas völlig anderes als ein statisches Beurteilungsschema. Und als Veränderung von Bewusstseinszuständen hieß das so etwas, lass dich auf die eine Sichtweise ein, lass dich auf die Gegensichtweise ein, lass dich darauf ein, dass diese beiden, auch wenn das auf den ersten Blick unmöglich scheint, auf irgendeine Weise in eine Verbindung kommen können oder vereinbar gemacht werden können, lass dich darauf ein, dass deine bisherige Sichtweise von den Alternativen unvollständig sein könnte und du sozusagen den inneren Raum deiner Betrachtung erweitern musst, um dem Thema gerecht zu werden. Das wäre jetzt eine eher auf innere Prozesse bezogene Deutung des Tetralemmas gewesen.